Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, so steht es im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und es war von historischer Bedeutung, als 1992 spät genug mit der UN-Kinderrechtskonvention deutlich gemacht wurde, dass auch Kinder Träger von Rechten sind. Es war längst überfällig, die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte für Kinder damit zu konkretisieren. Denn das Kind muss nicht erst Mensch werden, es ist schon einer. Das hat der große Kinderfreund Janusz Korczak gesagt, der gemeinsam mit vielen Kindern, mit seinen Schutzbefohlenen von den Nazis ermordet wurde. Und heute noch sind Kinder die ersten Opfer von Krieg, von Umwelt- und Hungerkatastrophen. In vielen Ländern, viel zu vielen, ist es heute noch keine Selbstverständlichkeit, dass Mädchen zur Schule gehen. Heute werden immer noch Kinder als Arbeiter und Arbeiterin eingesetzt. Deshalb ist es wichtig festzustellen, Kinder haben überall ein Recht auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Kinderrechtskonvention, dieser Meilenstein wird erst dann wirksam, wenn die Rechte von Kindern konkretisiert sind, wenn die Konventionen mit Leben gefüllt sind und wenn sie in nationales Recht gegossen wird. Und deshalb, das will ich hier auch noch einmal betonen, ist es längst überfällig, dass die Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz aufgenommen werden. Und es gibt überhaupt keine Rechtfertigung, dass CDU, CSU das noch immer im Deutschen Bundestag verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir machen mit diesem sehr umfassenden Antrag deutlich, dass für uns die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention eine ganz hohe Bedeutung hat und dass es unser politischer Wille ist, sie in allen gesellschaftlichen Bereichen umzusetzen. Und Grundrechte müssen durch Implementierung, Monitoring und Evaluation nachgehalten und sichergestellt werden. Und das muss passieren. Auch das beschreiben wir in unserem Antrag in sehr enger Abstimmung mit zivilgesellschaftlichen Kontrolleuren, die uns begleiten und auch darauf achten, dass das, was wir beschließen, dann auch umgesetzt wird. Die drei Säulen der Konvention sind Förderung, Beteiligung und Schutz, und sie bilden den Rahmen, innerhalb dessen wir denken und handeln. Und das bedeutet vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, eine andere Haltung einzunehmen. Kinder sind keine Objekte, sondern also Objekte, die wir erziehen, sondern sie sind Träger von Rechten. Und diese Haltung muss in allen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern in allen Politikbereichen immer wieder deutlich werden. Auch in Deutschland, das hat auch die Kollegin Hack eben angesprochen, werden die sozialen und wirtschaftlichen Rechte nicht ausreichend umgesetzt. Kinderarmut ist in Deutschland viel zu hoch. Und in keinem anderen OECD-Land ist der Bildungserfolg von Kindern so eng verknüpft mit dem Portemonnaie der Eltern. In keinem anderen OECD-Land haben es Kinder so schwer, aus der Armutsspirale auszubrechen. Und genau deshalb, und das machen wir in NRW, lieber Kollege, müssen Kinder von Beginn an gefördert werden. Wir fangen bei der Elementarbildung, beim Fundament für Bildung an. Es ist klar, benachteiligte Kinder brauchen mehr Förderung. Das machen wir in unseren Plus-Kitas, die wir Rot-Grün mit dem zweiten Kiebitz-Änderungsgesetz auf den Weg gebracht haben. Das ist hierfür ein wichtiges Instrument. Ebenfalls haben wir die Beteiligung der Kinder im Kiebitz fest verankert. Mit dem Programm Kein Kind zurücklassen wirken wir präventiv den Folgen von Armut entgegen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist auch klar, das können wir nicht hier in NRW alleine. Dafür brauchen wir endlich ein nationales Präventionskonzept. In Deutschland sind wir immer noch zu sehr darauf ausgerichtet, Feuerwehr zu spielen, statt von Anfang an allen Kindern gleiche Start- und Entwicklungschancen zu ermöglichen. Wir wollen in diesen Zeiten natürlich besonders die Kinder mit Fluchterfahrung und die Kinder mit Migrationshintergrund in den Blick nehmen. Wir müssen ihnen und wir wollen ihnen die gleichen Chancen geben, damit Integration gelingen kann. Deshalb fördern wir in Nordrhein-Westfalen die Brückenprojekte, um so schnell wie möglich diesen Kindern den Einstieg in unser Bildungssystem zu ermöglichen. Und
meine Damen und Herren, wir wollen, dass es Teil des Kinder- und Jugendberichtes wird, dass die Rechtssituation der Kinder und die Umsetzung der Kinderrechte dort aufgenommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir haben einen sehr umfassenden Antrag vorgelegt. Ich würde mir wünschen, dass dieser Antrag die Grundlage für eine gemeinsame und konstruktive Debatte zwischen den Fraktionen wird. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Lasch, für die CDU-Fraktion.